Willkommen wieder hier zurück, meine lieben Freunde, zu Fayfarm. So, eigentlich will ich ja Baumholz holen, aber ich habe mir jetzt gesagt, komm, jetzt gehe ich erstmal in die treibenden Ruinen, hol mir mein Saphir, damit ich das Zeichen herstellen kann, damit ich dann nicht immer diesen ganzen kilometerweiten Weg laufen muss, um halt dann das Holz zu holen. Ich denke mal, es ist so ganz logisch, das Ganze. Saphir, 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 Saphir. Wo haben wir Saphir? Da geht's los mit dem Saphir. Setzt er das dann eigentlich zurück, wenn ich da durchgehe? Nein, leider nicht. Okay. Nein, 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 nein. Ich habe jetzt keine Lust auf dich. Ist zwar nicht gemeint, aber nein. Ja, du bist kein Saphir, du bist auch kein Saphir. Nö, dann kann ich jetzt hier weg. Lass mich in Ruhe. Muss echt gucken, wo ich die Saphire herbekomme. Hier ist kein Saphir, hier ist kein Saphir, hier ist kein Saphir. Hier ist kein Saphir, hier ist auch keiner. Okay. Gehen wir hier runter. Schauen, ob wir hier noch was finden. Sieht aber erstmal im ersten Augenblick nicht so aus. Da ist noch was. Ich brauche ja nur 10 Stück. Wie viel habe ich? 11. Okay. Das sollte reichen, damit ich mir das Siegel herstellen kann. So. Und zurück nach Hause. So, Saphir, wie stelle ich jetzt das Siegel her? Saphir-Siegel. Ah, ich brauche 15! Nein! Ich dachte, ich brauche 10. Oh, ist das ärgerlich. Den habe ich und dann fehlen mir auch noch so ein paar, ne? Hier soll es viele Saphire geben. Dann schauen wir jetzt einfach hier rein. Für euch habe ich jetzt keine Zeit, da sind sie. Oh, nerv nicht. Lasst mich in Ruhe. So. Mann. Und nur um auf Nummer sicher zu gehen, schaue ich jetzt, ob ich hier noch irgendwo anders Saphire finde. Sag voll, ja, das ist mir jetzt erstmal egal. Ich schaue jetzt hier nach Saphiren. Nicht mehr. Und ich habe jetzt definitiv genügend. Also wenn ich jetzt nicht genügend habe, weil das waren jetzt 5 Felsen mit Saphiren und ich brauchte nur 2, dann ist das Spiel verbuggt. Ganz einfach, dann kann ich nicht rechnen. Weil für mich sind 13 plus 2 15. Das heißt also, wenn ich 5 Stück abbaue, wo mindestens immer 2 rauskommen, sollte das eigentlich passen. Na, geht doch. Und der braucht wie lange? Oh, braucht eine gewisse Zeit, okay. Ach, guck mal, und jetzt hatte ich sogar 14 nochmal gesammelt. Kann ich also den anderen jetzt hier rein theoretisch zu einem
polierten Saphir machen und damit dann, ja, ne? Lohnt doch. So, aber ich warte jetzt ab, bevor ich hochrenne. Ach, hier kann ich auch noch einsammeln, komm. So, jetzt kann ich hochrennen. Aber vorher mein Inventar leer machen, würde ich sagen. Das kann auch noch rüber. Ja, die kann ich eigentlich noch verkaufen, ne? Die Blümchen. Ist ein bisschen Geld. Ich weiß. Kann man wahrscheinlich auch noch für andere Sachen verwenden. Aber ich habe mich damit noch nicht hundertprozentig auseinandergesetzt. Deswegen nicht wundern, ja? So. Dann gehe ich noch nach unten und verkaufe da. So. Dann habe ich wieder ein bisschen mehr Platz. Zack. Ah, packen wir das noch mit dazu, komm. Dass wir wieder ein bisschen mehr Platz kriegen, weil ich habe anscheinend echt zu viel Essen mit dabei. Achso, ich muss ja jetzt nach oben, ne? Ich finde halt, klar, das Farming hat hier einen Einfluss in gewisser Art und Weise, aber ich finde, das Farming hat viel zu wenig Fokus. Ja, könnte man jetzt sagen, das hat viel zu wenig Fokus, oder ich finde es, nee, es wird viel zu wenig wertgeschätzt. Was hat er denn jetzt hier? Ich habe mich wohl erkältet. Hast du zufällig etwas, was mich aufwärmen könnte? Obsttee. Obsttee braucht er. Wo bekomme ich denn jetzt schon wieder Obsttee? Egal, komm. Wir brauchen jetzt nur Bäume. Jetzt fängt es ja auch noch an zu regnen. Wieso ist mir denn hier kalt? Holz Level 9. Schön. Dann machen wir dem ordentlich noch einen Obsttee. Erstmal das Holz herstellen. Den polierten Saphir rausholen. Doch, da ist es. Eistee, Bärlikör, Gemüsesaft, Fruchtlikör, Beerentee, Obsttee. Ja, komm, dann gehen wir schnell runter. In der Zwischenzeit verkaufen noch schnell den polierten Saphir. Es gibt bestimmt auch nochmal gut Kohle, oder? 500, ne? Also ist jetzt nicht gerade ohne, ne? Kann sich schon sehen lassen. So, in der Zwischenzeit können wir dann jetzt hier endlich... Und da sage ich wirklich endlich das Glashaus für Bergtiere machen. Und jetzt brauchen wir Schneeflocken. Die Schneekrabben. Okay. Bringen wir das ordentlich aber am nächsten Tag.
Hey Herzchen, heute ist wieder der schönste Tag der Woche. Neue Schiffe im Hafen bieten neue Verkaufsmöglichkeiten. Wirf einen Blick auf die neuesten Versandverträge an der Tafel. Das schreit nach Umsätzen. Jade, die Versandlageristin. Ja gut, Jade. Ein andermal. Wir legen uns hin. Und freuen uns auf den nächsten Tag. Ah, wunderbar. Wir haben ein paar Schneeflöckchen bekommen und wir brauchen Frostfusel. Woher bekomme ich denn jetzt hier Frostfusel? Von Frostdisteln. Ey, ich brauche Frostdisteln. Das Spiel will mich echt zum Verzweifeln bringen. Okay, das war doof von mir, dass ich da keine Blume in der Mitte platziert habe, sehe ich gerade. Ah, muss ich das nochmal anpassen? Aber erstmal. Du bist, So, dann können wir hier mit Bohnen herstellen. 10 Stück, dann sind wir bei... Ja, 20 kommen. Und Kürbisse können wir auch... Ich meine, ich habe hier unten ja noch viel Platz, deswegen. Ja, was mache ich denn da jetzt hin? Machen wir das da. Jetzt war nicht ganz das, was ich haben wollte. Aber ist in Ordnung. Reicht das schon für einen Trank? Nein, ich brauche natürlich mehr Disteln. Zum Feenacker muss ich mir auch noch Gedanken machen, was ich da brauche. Hast du den denn nicht genommen? Nicht wirklich lohnenswert. Den Mana-Trank will ich jetzt nicht nehmen, nee. Hier alles schön einsammeln. Ach, Mann. Schlammlinnen. Ja, damit. Auf Frostdisteln. Yes. Tierchen fangen Level 9. Fällt mir ein, kann ich jetzt vielleicht das sogar schon wieder verbessern? Wäre ja auch ganz nice, oder? Wenn ich das hier schon wieder verbessern könnte. Mit Stufe 9. Aber ich habe doch fertige kleine Feuerschutztrank. Die Aufgabe echt schon fertig? Hä? Ach nee, das war eine Tagesaufgabe für den Tag. Ah, okay. Weststadt ist richtig, ja. Ich muss nämlich da hoch. Und dann kann ich mir nämlich dort... den besseren Pescher holen, ne? Genau, den Fortgeschrittenen. Damit haben wir den schon mal vollstens aufgewertet.
glaube, mehr geht gar nicht. Damit kann ich jetzt, glaube ich, dann alles fangen, was ich fangen möchte. So, jetzt brauchen wir hier nochmal Ostfusel. Hier kann ich nochmal eine Schneeflocke herstellen. Und was bekomme ich hier? Achso, Steinkörner. Kann ich jetzt noch ein Feld herstellen oder nicht? Von der Anzahl her würde ich sagen, ja. Was ist das hier? Frühlingsbodenbeet. Okay. Das heißt, also es gibt für Herbst, Frühling, Sommer und Winter. Okay, das ist ja nice. Brauche ich zwar wahrscheinlich alles nicht, aber egal. Ja, Futtergrasbeet, super. Muschelstücke ist nicht gerade so viel, ne? Na egal. Na, komm. Ne, platzieren. Ja, das ist doch doof. Warum macht er das denn nicht? Zurückholen ist das da. Das ist jetzt gerade doof, dass er es nicht so macht, wie ich es gerne hätte. Das meine ich, kann das auch nicht verschieben, gar nichts, ne? Ich krieg's gerade echt nicht platziert. Warum macht er das? Der backt hier gerade voll rum beim Platzieren. Jetzt krieg ich gerade echt die Krise. Nochmal aus dem Baumodus raus, nochmal rein. Warum er das jetzt eben gerade gemacht hat, keine Ahnung. Egal, so funktioniert das. So, was haben wir denn, was ich hier noch samentechnisch pflanzen kann? Ah, das sind erst 12, Mist. Okay. Ja, Tränke brauen, jawoll. Und jetzt habe ich hier sogar halten 9 Stunden, halten 6 Stunden. Na gut, davon kann ich 3 Stück herstellen. Dann nehmen wir die doch. Das ist doch schön. So, haben wir jetzt hier genügend? Nee, natürlich nicht, natürlich nicht, natürlich nicht. Ja, da ja, aber das wollte ich nicht. Nee, muss ich sogar nochmal warten. Muss ich nochmal warten. Jetzt kann ich mal ganz kurz gucken. Liebe Jahreszeit. Herbst. Jahreszeit beliebig. Liebe Jahreszeit. Herbst habe ich Knoblauch. Das kann erstmal rüber. Erstmal alles rüber, was ich nicht brauche. Das kann rüber, das kann rüber. Kann erstmal rüber, kann erstmal rüber. Das kann auch rüber. Das kann auch erstmal weg. Jetzt habe ich hier so viele Sachen, die ich eigentlich gar nicht so wirklich brauche. Aber egal. Ich warte jetzt auf meine Tränke. Ein Trank ist schon mal fertig. Oder zwei? 3 Tränke sind fertig. Konnte ich 4 herstellen? Oder hatte ich einfach nur Glück und es sind 2 rausgekommen?
Egal. Wie viele Kürbissamen habe ich? 12. Mist. Okay, gut, dann geht's in der nächsten Folge ab in die Minen. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Truhot rein. Tschö, tschö.